Am 28. Mai 1908 wird in London Ian Fleming geboren. 45 Jahre später zieht er ein Blatt Papier in seine Schreibmaschine, tippt und bringt auf diese Weise den berühmtesten Geheimagenten unserer Zeit zur Welt. Er kreiert James Bond, der als Agent 007 die Lizenz zum Töten hat. Der Agent 007, der keine moralischen Skrupel kennt, wird für wirklicher gehalten als sein Erfinder. Verfilmte Abenteuer wie Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger oder Leben und Sterben lassen zeigen einige der berühmtesten Aktionen des Agenten James Bond, die alle unglaublich spannend ablaufen. Die Kritik greift ihn zwar wütend an, aber Fleming erreicht immer wieder Erfolge. Der Mythos James Bond verwandelt sich sofort in gröbsten Konsumismus. 007 dringt in das tägliche Leben ein und beginnt, unseren Geschmack zu bilden. So werden alle Objekte populär, die ihn charakterisieren. Ebenso wie seine ganz spezielle Art, mit Frauen umzugehen. Sie gehören zu dem, was Fleming die Ausrüstung des James Bond nennt.007 ist ein Agent höchster Klasse, ständig in seinen geheimen Aufträgen im Kampf mit unheimlichen Mächten. Sie verfolgen ihn über die ganze Welt und er verteidigt sich gegen sie, indem er seine spezielle Artillerie verwendet. Eine Beretta 6,35, eine Walther PPK 7,65, eine Smith & Wesson und nicht zu vergessen den gepanzerten Aston Martin Sportwagen. Ian Fleming reist viel. Er ist ein schmächtiger Mann aus besten Verhältnissen, Sohn eines konservativen Abgeordneten, der mit einer echten Lady verheiratet ist. Ian hat in Eton und danach auf der Militärakademie von Sandhurst studiert, nicht zu reden von der Universität von Genf, wo er seine Studien vollendet hat. Er ist ein guter Journalist, unter anderem hat er für Reuters gearbeitet, für die Times und für die Sunday Times. Fleming spricht Russisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und ein wenig Italienisch. Außer seiner Vorliebe für Deutschland und für seine Frau Hanna schätzt er anspruchsvolle Lektüre, zum Beispiel die Infinitesimaltheorie von Euler oder den Energieerhaltungssatz des Physikers Helmholtz. Für eine Zeit seines Lebens ist Fleming selbst Geheimagent. Von 1933 bis 1946 arbeitet er für die englische Admiralität. Sein Kommandant ist der Admiral Godfrey, der in den James-Bond-Geschichten zu dem berühmten M wird. In Whitehall hat Fleming einen Schreibtisch in dem berühmten Zimmer 39. Aber im Gegensatz zu seinem Agenten 007 ist er selbst nur Bürokrat. Vielleicht wäre, wenn er das Leben eines wirklichen Spions gelebt hätte, James Bond nie entstanden. Eines der Laster von 007 hat aber auch Ian Fleming. Er raucht 60 bis 80 Zigaretten pro Tag und stirbt völlig unerwartet durch einen Herzinfarkt am 12. August 1964. James Bond überlässt er als Erbschaft dem Kino.